Exkurs: Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Dialog an Deck: Roboter als Freunde und Helfer. Große Hoffnung oder Illusion? Ein Mitschnitt der Diskussionsrunde vom 11. Juli 2019 an Bord der MS Wissenschaft in Bonn. Moderation: Monika Seinsche. Ja, herzlich willkommen. Diese Veranstaltung ist überschrieben: Roboter als Freund und Helfer, große Hoffnung oder Illusion. Und genau das ist es, worüber wir diskutieren wollen. Durch die künstliche Intelligenz, also dadurch, dass Maschinen immer intelligenter werden, immer mehr Entscheidungen treffen können, Entscheidungen fällen können, denken können im wahren Sinne des Wortes, können sie natürlich auch immer mehr uns unterstützen, uns helfen. Sie können Roboter möglich machen, die wirklich soziale Roboter sind, die mit uns interagieren, mit uns in Beziehung treten. Und genau darüber möchten wir in den nächsten anderthalb Stunden bis etwa halb neun mit Ihnen diskutieren. Was können diese Roboter, diese sozialen Roboter? Was können sie vielleicht in Zukunft? Welche Zukunftsszenarien gibt es? Und was wollen wir, dass sie können? Was ist ethisch vertretbar? Wo sind unsere moralischen oder ethischen Grenzen, wo wir sagen, nee, das möchte ich aber nicht, dass das ein Roboter übernimmt, diese Aufgabe oder jene Aufgabe. Das sind die Fragen, die Sie erwarten. Wir suchen die Antworten darauf. Hier auf dem Podium darf ich drei Podiumsgäste begrüßen. Das ist zum einen ganz dort hinten Dr. Martina Hessler, ist Professorin für Technikgeschichte an der Technischen Universität Darmstadt und forscht zu den Beziehungen zwischen Menschen und Maschine. Dann direkt neben mir ist Katharina Schenk. Sie ist Diplompädagogin und leitet die Tagesgestaltung am Seniorenzentrum Arnold-Overzier-Haus in Köln, der Arbeiterwohlfahrt. Und in der Mitte, der Herr in der Runde, Dr. Helge Ritter, ist Professor für Neuroinformatik und erforscht Roboter. Er hat auch diese Roboterhand dort mitgebracht. Und dann haben wir noch einen quasi vierten Podiumsgast hier oben. Das ist nämlich Paro, beziehungsweise dieser Paro heißt Rosi und arbeitet mit Frau Schenk zusammen. Frau Schenk, können Sie uns sagen, was diese Robbe eigentlich macht? Sie sieht ja erstmal aus wie ein ganz normales Stofftier. Ja, sieht erstmal aus wie ein ganz normales Stofftier. Ist natürlich batteriebetrieben mit ganz vielen Sensoren und wird bei uns in der Tagesgestaltung bei den Senioren angewendet, bei demenziell veränderten Menschen überwiegend und ja, leistet da eigentlich eine gute Arbeit, weil die Bewohner sehr positiv, überwiegend positiv darauf reagieren. Jetzt sehe ich im Moment noch nicht viel, was sie tut. Was kann sie denn eigentlich tun? Ich versuche es mal anzuschalten. Genau. Sie macht die Augen auf. Genau, sie kann die Augen öffnen. Sie hat erstmal ihren Namen gelernt, weil sie heißt Rosi, nicht Paro. Also je häufiger sie mit ihrem Namen angesprochen wird, umso eher hat sie den gelernt. Sie kann unterschiedliche Stimmen erkennen, kann, wie man sieht, so ein bisschen die Lage wechseln, kann den Kopf bewegen. Sie kann Licht und Dunkelheit erkennen, lernt also so einen Tag-Nacht-Rhythmus, kann spüren, wie sie gehalten wird, ob sie gestreichelt wird, ob sie geschlagen wird, was sie dann eben auch mit unterschiedlichen Tönen dokumentiert. Man hört es, glaube ich, nicht. Man kann die Lautstärke regeln und einstellen. Sie quietscht so ein bisschen. Ja, genau. Sie vibriert leicht. Ne? Was gerade bei sehr ängstlichen Menschen oder bei angespannten Menschen sehr beruhigend wirken kann. Und was bewirkt das bei den Patienten, mit denen Sie sie allein lassen? Wir lassen sie nie allein. Wir begleiten es grundsätzlich. Es ist sehr individuell, was sie bewirken kann. Wenn jemand sehr traurig ist, depressiv ist, kann es tatsächlich positiv wirken, auf die Stimmung positiv wirken. Wenn jemand vielleicht sehr antriebslos ist, schafft sie es, ihn zu motivieren, sich zu bewegen. Es sind Mikrobewegungen teilweise, die durchgeführt werden, durch Streicheln, durchs Drücken. Es werden Emotionen wach, es werden Erinnerungen wach, es wird gekuschelt, es wird geküsst, die Kommunikation wird angeregt, es wird mit der Robbe gesprochen, es wird mit dem Betreuer gesprochen, es wird viel, viel mehr untereinander geredet, es wird Interesse geweckt. Also es ist sehr unterschiedlich, was sie bewirkt.
Verstehen denn Ihre Patienten, dass das ein Roboter ist und keine echte Robbe? Ja, zum Teil schon, aber es spielt tatsächlich keine Rolle. Das haben wir festgestellt. Also wir haben am Anfang immer wieder gesagt, es ist ein Roboter eingebaut. Ja, es spielte in der Interaktion keine Rolle. Jetzt zuletzt meinte ein Bewohner, ja, ich weiß ja, dass du ein Roboter bist. Aber es, wie gesagt, es spielt keine Rolle für den Menschen. Frau Hessler, Sie forschen genau zu diesen Mensch-Maschine-Beziehungen. Wie ist es aus Ihrer Sicht? Ist es wichtig, dass die Menschen merken, das ist ein Roboter, oder ist es im Prinzip egal? Also ich denke, man muss unterscheiden, für wen das eingesetzt wird. Also man kann gar keine pauschale Antwort geben. Aber ich glaube schon, dass wir fragen müssen, was es bedeutet, wenn wir emotionale Beziehungen zu Robotern aufbauen. Also welche Konsequenzen das für andere soziale, für zwischenmenschliche Beziehungen hat. Und deswegen würde ich sagen, also prinzipiell bin ich eher skeptisch solchen Dingen gegenüber. Würde aber auch sagen, wenn es pragmatisch einen Einfluss hat, einen positiven Einfluss auf Patienten, dann sollte man das nutzen, aber man muss es auch immer im Kontext sehen, welche Technologien noch eingesetzt werden. Also eine einzelne Technologie ist ja was ganz anderes, als wenn Sie das Pflegeheim mit Robotern zunehmend ausstatten. Und prinzipiell, finde ich, ist die Frage, die wir vielleicht auch diskutieren sollten, was bedeutet eine emotionale Beziehung zu interaktiven Robotern, also zu KI oder Computern oder Robotern, die auf uns scheinbar antworten, aber ja letztlich doch Maschinen sind und damit eine andere Antwortform haben als Menschen. Und ich glaube, da steckt sehr viel Potenzial an zu Diskutierenden drin. Und ich halte es auch für historisch eine ganz neue Dimension in unseren Mensch-Maschinen-Verhältnissen, die man auch einordnen muss und die man eben diskutieren sollte. Was bedeutet es denn? Ich stelle Ihnen jetzt genau die Frage zurück. Ja, also ich glaube, dass wir lernen müssen, mit diesen interaktiven Robotern, KI und Computern, also ich sage es immer im Dreiklang, umzugehen, weil es genau diesen Effekt gibt, der ja auch gerade beschrieben wurde, dass Menschen, wenn sie sich emotional mit diesen interaktiven Technologien auseinandersetzen, vergessen, dass es Technologien sind. Also kognitiv sagen sie das immer, aber emotional verhalten sie sich wie gegenüber anderen Menschen oder Haustieren zum Beispiel auch. Und diese Dissonanz zwischen Wissen und Fühlen halte ich schon für problematisch. Und es gibt ganz viele Konsequenzen, die je nachdem, welche interaktive Technologie sie vor sich haben, diskutiert werden. Das fängt ja an, das kennen Sie alle, dass Alexa einen weiblichen Namen hat, dass mit Befehlsform mit ihr umgegangen wird, dass man da nicht Bitte und Danke sagt. Und dann kommt die Diskussion, ob das dann auch abfärbt auf andere soziale Beziehungen. Und dasselbe gibt es auch für Roboter als Companion. Also Sherry Turkle, die sehr viel dazu gearbeitet hat, sagt eben, es führt dazu, dass Menschen sich nicht mehr auseinandersetzen mit den Widrigkeiten, den Eigenmächtigkeiten und den unangenehmen Seiten von anderen Menschen. Also das ist eine Diskussion, die geführt wird. Sie meinen, weil Roboter quasi das tun, was wir wollen. Und genau, also bislang sind die Roboter nicht widerständig programmiert, also die widersprechen mir nicht, sondern die machen das, was die Menschen von ihnen erwarten. Also, und das führt dazu, dass sie einfach bequemer sind. Also Alexa widerspricht ja nicht, sondern sie macht das, was sie ihr befehlen. Und dasselbe können Sie auch für soziale Roboter anderer Art sehen. Herr Ritter, Sie forschen zu Robotern. Wir haben jetzt einen Roboter hier schon kennengelernt. Stellen Sie uns den zweiten hier auf dem Podium vor. Im Gegensatz zu einem kompletten Roboter, ein Roboterkörperteil, und zwar ein für uns Menschen besonders wichtiges Körperteil, die Hand mit dem Arm daran. Und diese Finger hier sind der menschlichen Hand nachempfunden. Es handelt sich also um eine anthropomorphe, menschenähnliche Roboterhand, die eben geschicklich manipulieren kann. Nun ist das geschicklich Manipulieren etwas, was uns gar nicht so auffällt. Ne? Wenn wir also ein Glas in die Hand nehmen oder hier von so einer Flasche den Deckel abmachen, dann sind das alles geläufige Bewegungen. Wenn man aber überlegt, was unsere Hände dabei machen, dann merken wir plötzlich, wir koordinieren da ganz viele Freiheitsgrade, ganz viele Muskeln werden kontrahiert, werden expandiert. Wir können auch die meisten Sachen nur machen, wenn wir mit den Händen fühlen. Das Sehen allein reicht nicht aus. Und dieses Zusammenspiel von Fühlen und von Sehen, um unsere Alltagsaktionen zu machen, das ist in der Robotik fast noch nicht möglich. Die Industrieroboter, die arbeiten meistens in recht bekannten Situationen. Sie haben auch nicht so aufwendige Greifer und dadurch sind weniger Freiheitsgrade zu kontrollieren und es sind auch vorhersehbarere Bewegungen. Das Ziel, das wir mit diesen Händen verfolgen, ist,
menschenähnliches Manipulieren hinzubekommen, dieses Zusammenspiel von Fühlen, von Hand-Auge-Koordination, um Ihnen vielleicht ein bisschen einen Eindruck zu geben, was in der Hand so an Bewegungsfreiheitsgraden steckt, lüfte ich mal, naja, das, die Metapher trägt hier nicht, dass hier dieses Höschen, das ist, aber was da drunter ist, ich will es jetzt nur nicht, dass es kippt, jetzt kommen hier lauter muskelähnliche Aktuatoren, muskelähnliche Schläuche zum Vorschein. Und das Prinzip ist von der Physik her gesehen ganz ähnlich wie bei unseren Unterarmmuskeln. Nämlich, die werden hier mit Druckluft gefüllt, dann verkürzen sie sich wie ein biologischer Muskel. Und Sie sehen schon, je nachdem, an welchem ich hier ziehe, bewegt sich ein anderer Finger. Und das kann je nachdem, es kann auch im Handgelenk eine Bewegung sein. Und ich habe die jetzt nicht nummeriert. Der Finger kann aufwärts oder abwärts gehen, je nachdem, an welchem Muskel ich ziehe. Und jetzt muss der Computer hier sozusagen auf der Klaviatur dieser Muskeln so spielen, dass die Hand etwas Sinnvolles macht. Und Sie können sich vorstellen, wenn man das bewusst machen müsste, dann würden wir das gar nicht hinbekommen. Dankenswerterweise verschont uns unser Gehirn vor der bewussten Steuerung unserer Hände und vieles ist in Automatismen, die aber richtig verknüpft werden müssen, niedergelegt. Und das zu verstehen, wie wir das in Robotern machen können, das ist noch ein ziemlich weiter Weg, aber ein spannender. Jetzt haben Sie uns sehr anschaulich erklärt, wie kompliziert diese eine Hand da ist und der Computer, der dahinter steckt, wahrscheinlich auch. Wie ist denn überhaupt der Stand der Forschung bei sozialen Robotern, bei Pflegerobotern? Wir haben Rosi hier gesehen, die, ohne ihr zu nahe treten zu wollen, kann ja noch nicht wirklich viel. Aber was können die Roboter im Moment schon? Gibt es schon Pflegeroboter? Wenn Sie sagen die Hand, dann denke ich an Roboter, die mich aus einem Bett ins nächste heben. Gibt es sowas schon? Ist das angedacht? Naja, das hier ist ja, wie wir gerade erfahren haben, schon ein Roboter, der im Klinik- oder im Altenheim-Kontext eingesetzt werden kann. Und da geht es jetzt im Gegensatz zu der Hand nicht um physikalische, um physische Interaktion, sondern um soziale Interaktion. Bei den Händen kann man sich soziale Interaktion auch vorstellen. Wir grüßen uns, wir streicheln uns. Das sind also auch sehr soziale Körperteile, die für uns wichtig sind. Das ist aber heute in der Robotik nicht im Vordergrund, sondern wir wollen mit Gegenständen manipulieren, umgehen. Und wäre im Pflegekontext eben, wären solche Hände gut, um eben mit Alltagsgegenständen, die für menschliche Hände häufig gemacht sind, auch umzugehen. Beispielsweise in einem häuslichen Kontext sind fast alle Gegenstände Griffe, Besteck, alles, was menschliche Hände betätigen müssen, Werkzeuge, die sind so geformt, dass es zu menschlichen Händen passt. Deswegen hat ein Roboter mit diesen Handformen Vorteile. Allerdings sind diese Hände so schwer zu steuern, dass sie bisher Forschungshände sind. Im Klinikkontext merkt man, dass physische Interaktion, vor allen Dingen, wenn nicht Objekte, sondern Menschen das Ziel der Interaktion sind, unheimlich schwierig ist für Roboter. Denn so ein Pflegeroboter, der darf einen Menschen nicht einfach wie einen Sack Kartoffeln anheben, sondern er muss das sehr gefühlvoll machen. Und wenn man jetzt schon die Aufgabe, einen gesunden, jungen Menschen anzuheben und umzubetten betrachtet, dann liegt das so an der Grenze der heutigen Robotik. Es gibt in Japan einzelne Forschungsroboter, die können das. Da müssen ja auch große Kräfte entwickelt werden und die Roboter sollen trotzdem kompakt bleiben. Aber diese Roboter sind nicht geeignet, empfindliche Menschen, ältere Personen, Kranke, Rückenleiden, auch nur annähernd so gefühlvoll wie Pflegepersonal umzubetten. Das heißt, das dauert noch und ehrgeizige Robotikentwicklungen in Japan, wie etwa der Robert, der recht weit war, Patienten umbetten zu können, das ist jetzt erstmal wieder auf Eis gelegt, weil die Bewegungen noch zu ruckelig sind. Roboter im Klinikalltag und im Altenheimkontext werden eher so im Unterhaltungsbereich, im Informationsbereich als Begleitung ärztlicher Visiten eingesetzt oder im Logistikbereich, dass eben Hol- und Bringdienste gemacht werden. Da braucht man aber nicht solche Hände. Das heißt, da ist keine ganz schnelle Lösung für den Pflegenotstand in Sicht. Was man machen kann, ist eben zu versuchen, dass das Pflegepersonal Erleichterung hat, mehr Zeit hat und dass andere Dienstleistungen von den Robotern erbracht werden. Und es gibt dann auch noch Roboter, die sind gar nicht aus Material, sondern das sind Avatare, virtuelle Roboter, die unterhalten sich nur, könnte man sagen. Aber da kann man dann auch ganz viele Dinge tun. Wir haben beispielsweise in
Bielefeld ein Projekt, da wird ein Avatar entwickelt, eben die Tagesstrukturplanung. Vielleicht kommen wir nachher auf das Thema noch zurück, von Patienten und Bewohnern zu unterstützen. Und als wir das Projekt dann beendet haben, wollten die Bewohner den Roboter nicht mehr hergeben, also diesen virtuellen Roboter. Frau Schenk, Sie hatten gerade eben schon gesagt, dass Rosi nicht alleingelassen wird mit den Patienten. Inwieweit kann denn Rosi, Sie arbeiten ja im Pflegebereich, Rosi oder auch andere soziale Roboter, wenn Sie Hol- und Bringdienste etc. ansprachen, wie weit können solche Roboter eine Hilfe sein, für die, sowohl für die Patienten als auch für die Mitarbeiter? Für die Mitarbeiter ist es dann eine Hilfe, wenn ein Bewohner zum Beispiel sehr verschlossen ist, Berührungsängste hat, um da einfach einen Zugang zu finden. Sie ist dann ein Türöffner, sie ist eine Brücke, um an Menschen ranzukommen, um ins Gespräch zu kommen, um ihn zu öffnen, dass er sich öffnet, um es zu bewirken, dass er sich öffnet uns gegenüber. Und ja, da ist sie eine große Hilfe. Das heißt ähnlich wie eine Tiertherapie. Genau, es ist absolut vergleichbar mit der tiergestützten Therapie. Der Unterschied ist, dass Rosi immer einsetzbar ist. Und man kann nicht bei jedem demenziell veränderten Menschen ein lebendiges Tier einsetzen. Es gibt teilweise Allergien gegen Tiere. Man hat vielleicht eine schlechte Erfahrung gemacht mit einem Hund, mit einer Katze. Mit einer Robbe haben die wenigsten Erfahrung. Und dadurch lässt sich einfach so eine unvoreingenommene Herangehensweise da. Können Sie sich denn vorstellen, dass Pflegeroboter eingesetzt werden bei Ihrer Arbeit, abgesehen von Rosi? Vorstellen kann ich mir viel, aber ich denke einfach, dass es den Menschen an sich nicht ersetzt. Dass es diese Beziehung zwischen Menschen nicht ersetzt. Es kann unterstützend wirken, so wie Rosi bei uns unterstützend wirkt, aber nicht ersetzen. Frau Hessler, Sie forschen ja auch zu kulturspezifischen Unterschieden. Wenn wir uns jetzt Rosi oder, ich glaube, der Firmenname ist Paro anschauen, dann ist das, wird es in Japan sehr viel eingesetzt. Hier sagten Sie selber, Sie sind ein bisschen skeptisch. Ich glaube, viele sind vielleicht etwas skeptisch, auch wenn sie sehr süße Augen hat. Wie ist es mit diesen kulturspezifischen Unterschieden? Warum ist es zum Beispiel in Japan viel akzeptierter, diese Roboter? Ich komme gleich auf die Japan-Frage zurück. Ich wollte aber noch mal betonen, also ich bin vielleicht ein bisschen skeptisch, aber Sie sagten es beide ja schon, dass die Reaktionen immer sehr gut sind auf diese Roboter. Und das finde ich eben ganz interessant, dass wir das in den letzten Jahren tatsächlich feststellen können. Und das ist, glaube ich, dass wir historisch da tatsächlich eine neue Entwicklung haben, dass man sehr positiv auf diese interagierenden Roboter und was es auch immer ist, reagiert. Und es geht, und das finde ich dann wiederum bedenkenswert dahin, also es gibt ja immer so soziale Experimente, und dann hat man zum Beispiel einen simulierten Brand, die Leute wissen aber nicht, dass es brennt, und dann retten die erst den Roboter und dann die anderen Menschen. Also solche Geschichten gibt es eben. Oder es wurde, also ganz bekannt, dieses Experiment mit Hitchbot. Also Hitchbot war ein sehr niedlich aussehender Roboter, der eben trampte und mit dem man sich unterhalten konnte, und der wurde immer irgendwo ausgesetzt am Straßenrand und irgendjemand hat den immer mitgenommen, und dann wurde der ein Stück weitergefahren, die Leute haben sich mit dem unterhalten und ihn wieder ausgesetzt, also irgendwo rausgelassen, und es wurde, also der hatte eine wahnsinnige Fangemeinde, es wurde immer verfolgt, was er macht, und dann wurde er von Vandalen, so wurde das dann genannt, irgendwann zerstört, und das hat zu einem unglaublichen Aufschrei geführt. Und ich frage mich schon, also natürlich, also ich würde jetzt auch sagen, man kann dieses Ding nicht einfach, das ist dann so eine Hemmschwelle, man kann dem nicht auf den Schädel hauen. Ne? Also es ist eben, und das, da gerät was ins Rutschen, weil es ist eigentlich eine Sache und es ist eine Technik, ein Objekt, aber gleichzeitig wird es sehr stark anthropomorphisiert. Also das heißt, im Westen haben wir, glaube ich, auch eine Entwicklung hin zum sehr positiven Aufnehmen von diesen interaktiven Robotern. Und in Japan wird es immer so begründet, also dass einerseits die Religion, der Shintoismus, das ist die übliche Begründung, dafür verantwortlich, dass man ein positives Verhältnis zur Technik generell hat. Also man hat nicht die westliche Denkweise, wir gehen ja mal davon aus, ich bin das Subjekt und dann ist mir gegenüber das Objekt und das sind getrennte Dinge und das Subjekt steuert das Objekt. Und wir haben die Seele, den Geist, die Emotionen und das Objekt nicht. Und das ist die westliche Tradition, während in der japanischen Tradition alle Dinge beseelt sind und diese starke Gegenüberstellung nicht gemacht wird. Und eine andere Begründung, die immer wieder genannt wird, ist die Populärkultur. Also wenn Sie unsere Science-Fiction anschauen, sind die Roboter meistens gefährlich. Also die lehnen sich gegen die Menschen auf, sie sind immer irgendwie eine Bedrohung am Schluss. Und es gibt immer diesen Konkurrenzkampf zwischen Mensch und Maschine.
Und in Japan haben sie seit Astro Boy nach dem Zweiten Weltkrieg eine Populärkultur, in der der Roboter wirklich, wie es hier heißt, Freund und Helfer immer ist. Also ein sehr positives Bild vermittelt wird, sodass es einfach in ganz andere Vorstellungen vermittelt werden von diesem Umgang mit Technik. Und in jüngster Zeit als letztes noch wird stark diskutiert, dass die gerade in der Pflege zum Beispiel oder wenn Menschen krank sind, diese Technik ermöglicht, dass man sich nicht schämen muss. Also wenn ich von einem Roboter gepflegt oder irgendwas bekomme, dann ist das nicht so schamvoll wie vor anderen Menschen, die meine Schwäche sehen, was für die japanische Kultur wohl auch als ganz typisch gilt. Vielen Dank. Ich möchte Sie ganz herzlich einladen, sich an unserer Diskussion zu beteiligen. Wir haben ein Saalmikrofon, was ganz dort hinten irgendwo herumgeht. Genau, wenn Sie einfach den Arm heben, da hebt schon jemand den Arm. Der Herr in der dritten Reihe, warten Sie bitte, bis das Mikrofon kommt. Und einmal kurz warten, bis das Mikrofon kommt. Es ist gleich bei Ihnen. Es wurde davon gesprochen, dass Roboter auch Emotionen auf sich ziehen können. Ja? Und ich wollte nur fragen, ob es darin auch ein Suchtpotenzial stecken kann. Frau, das Suchtpotenzial von Robotern, gibt es das? Also es ist immer die Frage, wie Sie Sucht definieren, und wir haben auch relativ wenig Studien, weil das ja auch ganz neue Entwicklungen sind, dass wir diese interaktiven Geräte vor uns haben, aber das Suchtproblem wird ja nun schon für alle, also für das Handy ganz intensiv diskutiert, und ich glaube, es ist ganz offensichtlich, dass wir fast alle süchtig nach dem Handy sind, also bis hin da, dass es als Körperteil empfunden wird und die Menschen das nicht mehr aus der Hand legen, aber ich glaube, es fehlen tatsächlich Studien, die das aktuell untersuchen. Wenn ich so in einzelne kleine Felder schaue, wir hatten ja auch das Tamagotchi in den 90er Jahren und Furby und Aibo, die dann einen ganz großen Hype hatten, in ganz vielen Kinderhaushalten waren, und die waren dann aber auch wieder weg. Also das finde ich eben ganz interessant. Also man hat eine ganz intensive, enge Bindung an dieses Gerät, füttert es, entwickelt es, und dann verschwindet es aber auch irgendwie wieder. Also von daher denke ich, ist diese Frage nicht, also ich kann sie nicht eindeutig beantworten. Herr Ritter. Vielleicht dazu auch noch eine kleine Ergänzung, und zwar, was machen wir denn, wenn wir vor so einem schönen Roboter stehen? Wir lassen uns hinreißen, wie eigentlich auch schon beim Teddybär, hier eine Beseelung reinzudenken, uns also vorzustellen, oh, da ist eine niedliche Robbe, die braucht jetzt Zuwendung. Ja, und das machen wir, weil wir miteinander das ständig machen. Also wir machen uns jeweils wechselseitig ein Bild. Ich stelle mir vor, Sie sitzen gerade in der vordersten Reihe, Sie schauen jetzt interessiert, das heißt, ich habe die Erwartung, Sie interessieren sich vielleicht jetzt für das, was wir erzählen. Sie hatten vielleicht einen anstrengenden Arbeitstag, haben noch was vor, wenn das alles hier herum ist. Und so ein mentales Innenleben, wie wir das alle in uns tragen, das ist heutzutage in den Robotern gar nicht drin. Die sind heute in erster Linie Fassade, und zwar Fassade, die so ein Innenleben uns nahelegt, weil wir das, was wir voneinander gewohnt sind, auf die Roboter übertragen. Und insofern ist das auch immer so ein bisschen wie ein Film. Ein Film suggeriert uns ja auch eine Realität, die nur gespielt ist. Und so machen die Roboter im Augenblick ihre sozialen Fähigkeiten. Das muss aber nicht das Ende der Entwicklung sein. Es wird daran gearbeitet, das tiefer zu hinterlegen. Da kommen wir zu Fragen, die vielleicht nachher auch noch anklingen. Und dann entsteht eine wirklich neue Qualität, die ist aber derzeit noch nicht erreicht. Frau Hessler, Sie wollten darauf antworten. Ja. Ich finde es sehr interessant. Und also ich würde da auch nochmal anknüpfen und sagen, meines Erachtens muss man genau fragen, was ist der Unterschied zwischen unserem alten Stoff-Teddybär und einer interaktiv antwortenden, also scheinbar antworten, das ist ja das Wichtige, Robbe. Und wir können nur feststellen, dass die emotionale Bindung größer wird. Also die erkennt meine Stimme, die reagiert auf mich persönlich. Und das, was Sie beschreiben, was wir da hineinprojizieren, hat schon eine ganz neue Qualität als der Teddybär, wo wir das wirklich nur hineinprojizieren. Und es gibt ja auch sehr viel Forschung. Ist ja nicht so, dass Menschen keine emotionale Beziehung zu Objekten hatten in der Vergangenheit. Also die Anthropomorphisierung, haben sie das Auto, kriegt einen Namen, sie reden über das Auto, wie, als sei es ihr Kumpel oder es zickt gerade und hat irgendwie ein Problem. Also da gibt es alle möglichen Zuschreibungen, die wir schon immer machen. Aber es ist schon ein Unterschied, wenn Sie sich vorstellen, Sie kommen morgen an Ihr Auto und es sagt dann, guten Morgen, liebe Gisela, wie geht es dir denn, und machen wir jetzt gemeinsam einen Ausflug. Also das ist ja dieses Interaktive, dass die auch einen erkennen. Und ich glaube, da ist eine neue Qualität, dass man dann, obwohl, was ja, wie Sie ganz wichtig betonen, das eine simulierte Emotion ist, man sich darauf einlässt, als sei es eine
quasi menschliche Emotionen mit dem kognitiven Wissen, dass es so nicht ist. Und das ist diese Diskrepanz, die da eben entsteht. Und wenn das dann noch unterlegt ist, dann haben wir nochmal eine andere Frage. Beteiligen Sie sich gerne weiter an der Diskussion. Gerne Sie nochmal, wenn Sie möchten. Der Hintergrund meiner vorigen Frage war natürlich auch der, wenn so eine emotionale Bindung sich herstellt oder die Person sie eingeht, ob dann vielleicht eben auch die Gefahr bestehen könnte, dass sie ihre eigenen Entscheidungen von Vorgaben eines solchen Roboters abhängig macht. Also der Roboter hat mir aber gesagt, ich muss das tun, ja, und dann muss ich das tun. Frau Schenk, sehen Sie so eine Abhängigkeit oder sehen Sie quasi auch diesen Suchtfaktor bei Ihren Patienten? Wollen die unbedingt mit Rosi? Rosi gibt ja noch keine Befehle, aber... Ja, also Rosi gibt keine Befehle, aber einen Suchtfaktor im eigentlichen Sinne sehe ich nicht. Ich sehe einfach diese positive Zuwendung, sobald Rosi gesehen wird, ach, da bist du ja, und oder die Frage nach Rosi, wenn der Betreuer alleine unterwegs ist, wo ist denn Rosi? Das schon, aber das als Sucht zu bezeichnen, finde ich jetzt zu viel. Die Nachfrage nach ihr ist da, wenn sie nicht gesehen wird. Die Freude ist groß, wenn sie gesehen wird. Und sie wird auch wiedererkannt, auch von demenziell veränderten Menschen, weil es ja nicht selbstverständlich ist, Dinge wiederzuerkennen. Ja, aber wie gesagt, als Sucht würde ich es nicht sehen. Frau Hessler. Ja, also es gibt Studien von Psychologen, also Sie müssen da im Grunde genommen Psychologen fragen, ich bin ja Historikerin, aber ich habe ein bisschen was gelesen und da ist der Begriff des Overtrust, das ist, glaube ich, die Antwort auf Ihre Frage, also wiederum soziale Experimente, die gemacht werden und Roboter geben Vorschläge, zum Beispiel wieder einen Brandfall und nehmen Sie diesen Weg oder nehmen Sie jenen Weg und die Menschen hören nicht auf die anderen Menschen, sondern sie glauben eher dem Roboter, dass er recht hat und das wird als Gefahr des Overtrust bezeichnet, ist aber, glaube ich, mit einer langen Tradition, dass man Technik für objektiv hält und nicht hysterisch und nervös zu erklären und jetzt kein neueres Phänomen von solchen Geräten. Herr Ritter, ich würde gerne noch einen Aspekt reinbringen, den Sie gerade eben schon angedeutet hatten. Diese Emotionalität, die wir alle ihr zuschreiben oder auch anderen Robotern zuschreiben, die sie Roboter im Moment noch gar nicht haben. Inwieweit kann die denn oder wird die in Zukunft auch Roboter innerer sein? Naja, man muss dann fragen, was braucht denn so eine Emotionalität? Emotionalität ist schon gleich nochmal ein ehrgeizigeres Ziel. Eine Vorstufe ist ein echt mit Fähigkeiten und mit Innenleben hinterlegtes Gegenüber. Ob dann da noch Emotion oder einfach nüchternes Miteinander vorliegt, das sind zwei Möglichkeiten. Aber was braucht diese erste Stufe eines vielleicht erstmal für einen Roboter sehr angemessen nüchternen Miteinanders? Das ist die Fähigkeit, dass der Roboter nicht nur sehr einfach auf sensorische Reize reagiert, sondern dass er sich wirklich ein Bild von mir macht, wenn ich vor ihm stehe und dass dieses Bild einschließt, nicht nur, wie ich da gerade dastehe, in welche Richtung ich gucke, ob ich auf den Roboter zulaufe, sondern dass sich der Roboter auch vorstellt, was ich mir gerade vorstelle, ob ich beispielsweise gerade ihm freundlich gesinnt bin oder ob ich gerade mit Aggression oder negativen Gefühlen, jetzt sind wir wieder dabei, auf ihn zugehe. Das heißt, es kommen neue Dinge ins Spiel, die man eben nicht in physikalischen Maßeinheiten messen kann. Das geht nicht in Volt oder in Kilogramm, sondern Gefühl ist etwas, das ist ein komplexes Bündel aus Dimensionen. Und dazu gehören eben so Einstufungen, Freund, Feind oder mentale Haltungen. Bin ich gerade geduldig oder ungeduldig? Bin ich ärgerlich? Denke ich an etwas? Sie haben, Herr Bode, habe ich den Namen noch, Sie haben sich gerade, als Sie wieder aufgestanden sind, entschuldigt, dass Sie schon wieder da sind. Das bedeutet, Sie haben die Annahme gemacht, durch die Entschuldigung in mir einen mentalen Zustand zu verändern. Ja, da ist diese Spiegelung ganz deutlich und wir machen das laufend. Wenn ich Ihnen jetzt verspreche, dass diese Entschuldigung angekommen ist, dann mache ich was noch Komplizierteres. Ich verspreche etwas, da sage ich, dass ich künftig etwas einhalten werde. Ja? Und das ist wiederum Reden über eine Geisteshaltung, die ich Ihnen bekannt gebe und auf die Sie dann vertrauen. Und solche wechselseitigen Dinge, auch Verträge schließen, das geht nur mit diesen tiefen Hinterlegungen, dass man voneinander auch von den wechselseitigen geistigen Haltungen Abbilder macht, die dann im Roboter maschinell verarbeitbar
sind. Und da müssen oder könnten die Roboter hin, wenn sie tiefe soziale Kompetenz mitbringen wollen. Und das ist aber im Augenblick Forschung. Aber wie wollen Sie das einem Roboter beibringen, wenn es schon so unglaublich kompliziert ist, dem Roboter beizubringen, welches Fingergelenk es bewegen soll? Ja, das muss nicht hoffnungslos sein. Also die Einschätzung von Komplexität, da sind wir manchmal, stehen wir vor Überraschungen. Das hier ist physikalische Komplexität. Da hat man diese physikalischen Maßeinheiten, das macht es schon etwas leichter. Was diese mentalen Bilder anbetrifft, man hat da in der Psychologie dieses Konzept, das nennt sich Theory of Mind. Das bedeutet, dass wir jetzt, wenn wir beobachten, eine Kugel rollt den Abhang herunter, dann gibt es das physikalische Bild. Wir sagen, okay, da ist die Schwerkraft, die zieht und dann rollt das. Wir sagen aber meistens landläufig, die will da runterrollen. Das heißt, wir haben einen Perspektivwechsel, wir ordnen ihr einen Antrieb zu. Das heißt, man geht in andere nicht physikalische Bilder, die aber, hier steht maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, die durch künstliche Intelligenz, durch Algorithmen aus Daten ein Stück weit auch gelernt werden können, sodass man sie auch nicht händisch in allen Details spezifizieren muss. Und das ist im Augenblick eben Gegenstand der Forschung. Da wird man sehr viel weiterkommen, als man im Augenblick ist. Aber wir wissen ehrlich gesagt nicht, wie weit wir kommen und welche Überraschungen und vielleicht Begrenzungen uns auf diesem Weg noch antreffen. Vielen Dank. Wir haben da hinten noch mal eine Wortmeldung und hier vorne danach. Ich bin einfach nur hier, weil ich mich dafür interessiere, für das Thema. Und meine Frage geht vor allem in Ihre Richtung, Frau Schenk. Sie sagten, Sie haben durchweg positive Erfahrungen damit gemacht. Mich würde einfach interessieren, ob es auch negative Erfahrungen gibt. Und es klang eben so ein bisschen schon an, dass es ja auch Aggressionen gibt. Und ich könnte mir vorstellen, wenn so eine emotionale Bindung eigentlich ja nur vorgegaukelt wird, das hatten Sie ja auch so ein bisschen gesagt, Frau Häusler, und ich mir darüber bewusst bin, dann, also beispielsweise, man kommt jetzt ans Auto und das Auto sagt, ja, guten Morgen, mach mal eine Runde, und ich bin einfach schlecht gelaunt, ja, trete ich da dagegen oder wie auch immer. Ob Sie da auch Erfahrungen gemacht haben, in Ihrer täglichen Arbeit von mir aus auch mit dem Roboter, dass dann auch andere Bewohner einfach gesagt haben, jetzt leg doch das dumme Ding mal weg. Ganz salopp gefragt. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich sowohl Mitarbeitende als auch Bewohner, die sagen, für mich ist das nichts. Die haben Vorbehalte, ähnlich wie Sie wahrscheinlich. Ich hatte die auch am Anfang. Ich dachte so, sollst du jetzt den Bewohnern was vorgaukeln? Aber wenn man dann sieht tatsächlich, wie es wirkt, dann ist man da sehr schnell von überzeugt, dass sie das Ziel erreicht. Und das ist in dem Moment das Wohlbefinden desjenigen. Wenn Bewohner klar zum Ausdruck bringen, für mich ist das nichts, dann wird das respektiert. Wenn meine Mitarbeiter sagen, ey, ich kann damit nichts anfangen, dann müssen die Robbe auch nicht einsetzen. Weil ich glaube schon, dass man selber dahinter stehen muss, um die Robbe einzusetzen und einfach auch die Empathie haben, zu spüren, wann ist es genug oder wann möchte es jemand nicht. Wenn er es selber verbal nicht mehr zum Ausdruck bringen kann, dann müssen wir einfach sehen können, der Mensch möchte es nicht, der Bewohner möchte das nicht, und das respektieren und uns zurückziehen. Es gibt natürlich Bewohner, die klar zum Ausdruck bringen, für die Kinder ist das ja ganz schön, aber für mich nichts, oder die es belächeln. Das meiste, was wir bislang so erlebt haben an Ablehnung, ist tatsächlich, dass es eher verkindlicht wird, dass sie sagen, für die Kinder ist das ja nett, aber meins ist es nicht, dass es halt eher als Spielzeug gesehen wird. Das heißt, Sie erleben nicht, dass die Hemmschwelle quasi jetzt körperliche Gewalt gegenüber Rosi anzuwenden geringer ist, weil die Leute wissen, es ist ein Roboter. Wir haben noch nie körperliche Gewalt gegenüber Rosi erlebt. Von den Aggressionen, von denen ich gesprochen habe, ist im Rahmen der Demenz oder im Rahmen der Persönlichkeitsveränderung, wenn Menschen spüren, ich verliere bestimmte Kompetenzen, gibt es durchaus Aggressionen, gibt es Depressionen, und in dem Zusammenhang kann man Rosi gut einsetzen, um einfach abzulenken, um die Aufmerksamkeit auf was anderes zu richten, und da ist sie ja wertvoll. Vielen Dank. Wir haben hier vorne eine Meldung. Ja, ich verfolge die Diskussion, sehe eben das ganz viel in Richtung KI und Physik und Mathematik gearbeitet wird von den Wissenschaftlern, dass man da ein Forschungsobjekt hat, dem man sich stark zuwendet, wo man Fortschritte machen will. Ich glaube, es gibt diesen
diese Computer doch auch schon seit einiger Zeit. Vielleicht gibt es da auch Erfahrungen, wie die auf Menschen wirken. Ich wundere mich, dass in Bereichen wie der Pflege oder, was ja auch ein heißes Thema ist, die Sexroboter, dass gerade in diesen Dingen, wo sozusagen das Persönliche, das Menschliche an erster Stelle sein sollte, dass gerade an diesen Stellen ganz viel über Robotik gesprochen wird. Wobei Robotik gibt es ja im Fahrzeugbau, in der Technik oder so ganz viel schon. Und das wundert mich erstmal. Und dann überlege ich in dem Zusammenhang, wenn ich jetzt mal von der Wissenschaft wegschaue, von der KI und von der Physik und der Mathematik und schaue darauf, was ist ein Kommunikationsprozess zwischen Menschen und Robotern. Wie reagieren eigentlich Menschen auf Technik? Und was passiert mit uns dabei? Wir haben uns über die letzten Jahrtausende irgendwie qualifiziert, indem wir Muster erkannt haben in der Umwelt. Wir haben uns orientiert. Das ist etwas, was unsere Neokortex ziemlich einzigartig macht im Gehirn. Und das, dadurch haben wir uns einen Evolutionssprung gemacht im gegenüber anderen tierischen Wesen. Und vielleicht gibt es schon Erfahrungen, wie reagieren Menschen, speziell Jugendliche auch zum Beispiel, auf Technik, was machen die mit ihren Smartphones, sage ich mal so als Beispiel. Und welchen Einfluss können diese Roboter auf uns haben, wenn sie uns Arbeit wegnehmen? Das heißt, wir wachsen ja an den Problemen, mit denen wir umgehen. Dadurch entwickeln wir etwas, werden immer klüger und besser. Und wenn jetzt die Roboter dahin kommen und sagen, ach, komm her, ich mach's dir für die Hälfte, das ist alles jetzt billig zu kriegen, was passiert dann mit uns? Und wie degenerieren wir dann? Es gibt bei den Muskeln zum Beispiel so, wenn die eine Zeit lang nicht benutzt werden, dann sind die Muskeln für lange Zeit zerstört und es ist sehr aufwendig, die Muskeln wieder aufzubauen. Vielen Dank. Das waren sehr, sehr viele Anregungen. Ich würde sie sehr gerne an Frau Hessler geben, die schon fleißig mitschreibt. Frau Hessler forscht nämlich genau zu den von Ihnen angesprochenen Sexrobotern zum Beispiel. Das ist kein lustiges Thema. Ja, es gibt eine Kampagne gegen Sexrobotern von Feministinnen, zu Recht, aber da komme ich vielleicht gleich, wenn es interessiert. Sie haben jetzt sehr viele Punkte angesprochen, ich habe jetzt mal vier aufgeschrieben und versuche es stringent zu beantworten. Also der erste Punkt ist die Frage, warum reden wir jetzt so viel darüber, wo wir die in der Arbeitswelt haben? Also ich glaube, wir haben die Robotik und die KI in der Arbeitswelt, darüber wird ja auch sehr viel diskutiert. Also diese ganz klassischen Fragen, Ersetzung oder gibt es wieder neue Jobs, wie kommen wir mit unseren Kompetenzen, Qualifikationen danach. Also das wird ja auch alles sehr, sehr intensiv diskutiert. Ich glaube, was wir aber jetzt hier bislang diskutiert haben, ist eben, dass tatsächlich, was Sie sagten, die Roboter und die KI in den Bereich des Sozialen viel stärker eindringen. Und das als interaktive Gegenüber oder Partner oder scheinbar interaktive Gegenüber. Und ich möchte nur auf einen Punkt hinweisen oder den mal explizit machen, den Sie schon andeuteten. Also wir diskutieren jetzt hier immer über Alte und Pflege. Und ich finde, wenn Sie da schauen, wo diese Roboter oder die KI eingesetzt wird, haben wir einmal das, Sie können mich bitte ergänzen oder verbessern, wir haben einmal das Smart Home. Und wir haben ganz oft den Bereich von, ich sag mal, Alten, Behinderten, Kranken. Und das finde ich ganz auffällig, dass wir immer darüber reden, wie können wir in diesem Bereich die Roboter einsetzen. Wenn Sie fragen, wollen wir unsere Kinder in der Schule oder im Kindergarten mit einem sozialen Roboter nicht irgendwie konfrontieren, dann ist da schon viel mehr Vorbehalt da. Also da möchte ich einfach darauf hinweisen, dass da bestimmte Bevölkerungsgruppen viel stärker mit den Robotern konfrontiert werden, und zwar genau die, die irgendwie uns Arbeit machen oder behindert sind oder sonst was. Also da fällt was auf, und wenn wir die Sexroboter anschauen, da haben Sie nämlich dieselbe Diskussion. Dieselbe Diskussion habe ich auch für Schachcomputer übrigens in den 80er Jahren gefunden, dass man nämlich sagt, ja, diese Sexroboter können natürlich für Problemfälle sehr sinnvoll sein, für Pädophile, für Einsame, für Kranke, für Menschen, die keinen Partner finden, für Soziopathen. Also es wird dann auch wieder ausgelagert an Gruppen, die irgendwie problematisch in einer leistungsfunktionierenden Gesellschaft sind. Das heißt aber nicht, dass diese Sexroboter, die es ja kaum noch gibt, also momentan werden eher diese Real Dolls diskutiert, nicht auch eine relativ weite Verbreitung, also in bestimmten Gruppen, also im Vergleich zu früher, größere Verbreitung gefunden haben. Aber kann ich gerne, wenn das noch interessiert, können wir das ja noch diskutieren. Ihre Frage der Degeneration, das ist ja eine klassische These von Spitzer ist der Nachname, fällt der Vorname gerade nicht ein, der sagt, das macht uns dumm. Als Historikerin würde ich immer sagen, das ist keine gute Beschreibung, sondern es verändert sich.
Also wir können ganz viel nicht mehr, was wir früher konnten. Ich weiß nicht, ob irgendjemand hier im Raum melken kann. Das ist aber auch nicht schlimm, dass wir nicht mehr melken können. Und ich glaube, so gibt es ganz viele Veränderungen im Bereich des Digitalen, die einfach Wandlungsprozesse sind, je nachdem, wie eine Gesellschaft sich entwickelt. Vielen Dank. Wir müssen jetzt ein wenig mit Nena konkurrieren. Von daher, wenn Sie uns da hinten nicht mehr gut verstehen, sagen Sie Bescheid, dann kann der Techniker bestimmt uns lauter drehen. Herr Ritter, Sie wollten antworten. Sie haben ja auch gefragt, warum wir das machen. Und da gibt es ja verschiedene Motivationen. Das eine ist das Anwendungsinteresse. Wir wollen uns das Leben erleichtern. Wenn wir das zu weit treiben, dann nehmen wir uns die Arbeit weg und wir müssen überlegen, ist das gewollt? Wir definieren uns ja heutzutage sehr unseren Wert über die Arbeit, die wir leisten. Vielleicht muss man das ändern, dass wir uns da gesellschaftlich weiterentwickeln, dass wir doch dazu kommen, unseren Wert auch noch aus anderen Quellen zu speisen. Aber da sind wir nicht. Die Roboter stellen uns vielleicht vor diese Aufgabe. Das wäre ein Stimulus, jetzt unsere Gesellschaft diesbezüglich vielleicht zu verändern. Ein zweites Interesse ist die Neugier. Es ist ein alter Menschheitstraum, Menschen nachzubauen, zu verstehen, was ist Leben, was macht uns aus. Der Golem ist so die erste Idee. Frankenstein ist die nächste Idee. Da sieht man auch schon in der emotionalen Belegung, dass das günstigstenfalls zwiespältig ist. Und wir versuchen, den Menschen nachzubauen auf verschiedenen Wegen. Die Roboter sind ein Weg, die Gentechnologie ist ein zweiter Weg und das ist alles ethisch hochgradig bedenklich. Aber diese Neugier, die versucht dann eben über die Roboter auszuloten, ja, kann man Roboter so bauen, dass sie eines Tages mit Menschen verwechselbar sind? Alan Turing hat vor knapp 60 Jahren diese Frage aufgeworfen. Der Turing-Test, der berühmte, der ist bis heute ungelöst. Die Frage ist, wie würde das unsere Gesellschaft verändern? Ich glaube, Sie müssen den Turing-Test kurz erklären. Entschuldigung, ich rede oft vor Informatikern, da brauche ich das nicht. Aber selbstverständlich muss ich den Turing-Test heute Abend ein bisschen erklären. Das ist ganz einfach. Der Alan Turing, ein britischer Informatiker, der hat sich Gedanken gemacht, was bedeutet es eigentlich, wirkliche menschenähnliche Intelligenz zu haben. Kann man Kriterium dafür angeben. Und da ist er auf die Idee gekommen, okay, wir stellen uns vor, der Mensch oder die Maschine ist hinter einem Vorhang und ich kann nur über eine Tastatur Texte austauschen. Und der Dialog, der auf diese Weise zustande kommt, wenn man da heutzutage auf die andere Seite eine Maschine hängt, dann kann man das meistens ganz gut erkennen, das ist eine Maschine. Und er sagt, sobald dieser Dialog so natürlich ist, dass man nicht mehr entscheiden kann, ob hinterm Vorhang einem eine Maschine oder ein Mensch gegenübersteht, dann ist der Turing-Test bestanden und dann hat man zumindest, was die Dialogfähigkeit angeht, eine künstliche Intelligenz, die der menschlichen gleichwertig ist. Und da haben sich dann sehr viele Überlegungen, vielleicht kommen Sie mit Fragen jetzt auch, bohren Sie da auch entsprechend nach, angeschlossen. Und das ist der Turing-Test. Vielen Dank. Gibt es weitere Anmerkungen? Dort vorne noch eine. Wo? Sie sind dran, genau. Ich hatte das Mikrofon nicht gesehen. Sie. Ich bin ehemaliger Polizeibeamter und für mich stellt sich die Situation so gut dar, dass ein Polizeibeamter ein Roboter mir gegenüber eine Anweisung erteilt, die mir unangenehm ist. Ja? Was mache ich jetzt damit? Ja? Ich gebe wieder Worte. Vorhin wurde das hier schon mal kurz angesprochen. Macht der Roboter jetzt den Versuch, auch auf meine Aggressivität oder auf meine Widerworte einzugehen? Hat er noch ein bestimmtes Potenzial, das noch abzufangen? Oder hat er eine ganz klare Anweisung, was ich gesagt habe, das gilt und darüber gibt es keine Diskussion? Das würde mich interessieren. Danke. Wen würden Sie das gerne fragen? Sie. Ja, Herr Ritter. Wir würden uns solche Roboter sicherlich nicht wünschen. Wir wollen mit Recht nicht bevormundet werden. Wir wollen eigentlich auch von Menschen ungern bevormundet werden und von Maschinen noch viel weniger. Das liegt daran, dass eben Maschinen sich mit Menschen nicht annähernd vergleichen können. In einer hypothetischen Zukunft, in der vielleicht dieser Turing-Test erfüllt worden ist, würde man vielleicht manche Anweisungen entgegennehmen und wir kommen heutzutage stellenweise in nicht unproblematische Nähe von solchen Situationen. Denken Sie etwa daran, wenn Algorithmen, das sind dann nicht Roboter aus Blech und Eisen, sondern Rechenvorschriften in Computern,
wenn die zum Beispiel über eine Kreditwürdigkeit eines Kunden entscheiden. Sie wollen Kredit kriegen, sie geben ihre Merkmale, ihre Umstände ein und dann der Algorithmus entscheidet, ja, da kann ich den Kredit geben oder eben auch nicht. Dann stehen wir eigentlich genau vor der Frage, die Anweisung eines Algorithmus, Kredit wird gegeben oder nicht, ja, muss ich mich der unterwerfen? In der Praxis heutzutage muss man sich ihr unterwerfen, weil die Bank wird dann sich vermutlich nach dem Algorithmus richten. Was man versucht sicherzustellen, damit das keine unbillige Härte oder keine Zumutung ist, ist, dass der Algorithmus erklären können muss, warum er zu dem Ergebnis kommt. Und wenn diese Erklärung den Kriterien einer vernünftigen Nachprüfbarkeit standhält, dann darf es gelten. Da bemüht man sich im Augenblick um eine entsprechende Gesetzgebung. Im Augenblick ist das aber alles im Fluss. Ich würde gerne einen Aspekt noch in die Diskussion hineinbringen, den wir bisher noch außen vor gelassen haben, das ist der Datenschutz. Sie haben Rosi auf dem Schoß liegen, die ist, glaube ich, gerade eingeschlafen. Es gibt ja soziale Roboter, die zum Beispiel im Kinderzimmer mit den Kindern reden. Inwieweit ist der Datenschutz ein Problem? Also inwieweit funkt Rosi zum Beispiel nach Hause oder andere Roboter? Also unseres Wissens funkt er gar keine Daten. Also uns ist es zumindest nicht bekannt. Das ist tatsächlich eins der Vorbehalte von Mitarbeitern, dass er was aufnehmen könnte, ob jetzt Ton oder Bild. Aber das ist uns tatsächlich nicht bekannt und dass er irgendwelche Daten sendet. Ganz schnell, Rosi ist viel harmloser als unsere Smartphones. Sie hat auch viel schönere Augen. Gibt es noch weitere? Dort hinten im grünen T-Shirt, bitte. Ich bin unter anderem im Bereich IT-Sicherheit auch tätig. Und weil Sie es gerade so schön angesprochen haben, ich würde da gerne anknüpfen, und zwar zu dem, was auch der Herr Bode gesagt hat. Wenn natürlich der Roboter irgendwann eine sehr starke emotionale Bindung zum Menschen aufgebaut hat und vielleicht auch noch anders interagieren kann, als Rosi das jetzt tut, also das heißt wirklich auch die Sprache versteht oder halt auch Befehle annehmen kann oder halt auch kommuniziert, dann besteht natürlich auch dann die Sicherheit. Und ich bekomme das relativ auch gut mit, wie wir es bei der Hausautomation, das wurde erstmal richtig gehypt. Und mittlerweile weiß man eigentlich, das ist eigentlich ein richtiges Einfallstor für Viren und alle Möglichkeiten. Das heißt, dass dann wirklich durch Beeinflussung von hintenrum auch die Entscheidung des Menschen durch diese emotionale Bindung, durch diese soziale Bindung halt zum Roboter halt auch wirklich ausgenutzt werden kann und halt den Menschen dann halt auch zu kontrollieren und zu steuern. Also das würde ich jetzt einfach gerne mal so in die Diskussion mit reinbringen als Risiko. Es wird wahrscheinlich heutzutage eher so, weiß ich, belächelt oder hat man das auch schon ein bisschen mit im Hinterkopf? Die Frage würde ich gerne an Frau Hessler geben und an Herrn Ritter, der das Mikrofon zückt. Sie dürfen entscheiden, wer anfängt. Ich soll anfangen. Mache ich auch gern. Ja, das sind wichtige Punkte. So eine Beeinflussung findet mit Sicherheit auch jetzt schon statt. Es sind nicht allein die Roboter dafür zuständig, aber Roboter werden das auch können. Sie sind im Augenblick noch harmlos, weil wenig zahlreich. Aber wenn wir einen Roboter im Haushalt haben, der alles, was in der Familie passiert, mitkriegt und vielleicht Teile davon auch versteht, dann wünscht man sich, dass der Roboter keine Plaudertasche ist, salopp gesprochen. Selbst wenn er keine Plaudertasche ist, soll er dann bitteschön auch nicht anzapfbar sein, sodass jemand sein Gehirn auslesen kann, das wäre auch schlecht. Und beides ist im Grunde sehr schwer zu erfüllen. Das gilt aber auch für andere Beeinflussungsmöglichkeiten, etwa soziale Netze. Wir beobachten, dass aufgrund dieses Zusammenschaltens vieler Menschen in Echtzeit da sehr schnell sich Emotionen aufschaukeln können und in einzelnen Ländern wird dann, wenn eine Katastrophe stattgefunden hat, werden auch die sozialen Netze sogar vorübergehend abgeschaltet, weil man das eben dieses Aufschaukeln vermeiden möchte. Das ist schon ein Beispiel, dass die Technik, die Vernetzung unsere eigene Dynamik verändert und dass man das mit einpreisen muss. Und dann Dinge wie individualisierte Produktwerbung sind ja weitere Beeinflussungsmöglichkeiten, teilweise zum Guten, wenn die Produkte toll sind, zum Schlechten, wenn sie nicht so toll sind, und das ist dann immer so ein Kräfteringen und wir selbst stimmen ja auch ständig ab. Dadurch ist die ganze Welt sehr viel interaktiver geworden und die Roboter sind Teil davon. Frau Hessler.
Ja, also ich kann unmittelbar da anschließen, vielleicht mit einer etwas kritischeren Perspektive. Also ich glaube, dass wir das, was wir alles an wirklich, wie ich auch finde, positiven und tollen über Internet, KI und so weiter bekommen, wird eingekauft mit diesem fehlenden Datenschutz. Also auch hier, so viel wir uns auch bemühen, ist es ja unglaublich, was wir allein mit dem Handy, haben Sie ja gerade schon angedeutet, aber auch mit Alexa und so weiter preisgeben, WhatsApp, also ich bin nicht bei WhatsApp, ich bin auch nicht bei Facebook und ich werde schon irgendwie als etwas merkwürdig angesehen deshalb, aber ich wundere mich, wie die Leute es im Grunde genommen inzwischen alle wissen, was wir mit unseren Daten machen, dass wir völlig transparent sind. Wir leben in der Demokratie, deswegen ist es momentan nur ein Problem, dass die Firmen das machen, uns versuchen zu manipulieren. Aber schon wenn Sie nach China schauen, sehen Sie, welches Potenzial in diesen Daten auch unter politischen Aspekten steckt, wenn wir nicht mehr in der Demokratie leben oder wenn die irgendwie gefährdet ist. Und ich kann nur sagen, ich beobachte, dass Menschen es auch hier wieder kognitiv wissen, dass es diskutiert wird, aber dass das alltägliche Verhalten dem komplett widerspricht und wir alle unsere Daten permanent preisgeben. Und ich kann das ehrlich gesagt nicht ganz verstehen. Vielen Dank. Gibt es weitere Meldungen? Ich glaube, uns ist das Mikrofon abhandengekommen. Hier vorne die Dame. Ich bin eine Kollegin quasi, bin in der Betreuung im Altenheim. Und ich möchte mal so sagen, wir brauchen das Ding da gar nicht. Ich habe eine Handpuppe und ich habe eine Katze, die ich mir dann auf die Hand nehme. Und dann kommuniziere ich mit diesem Objekt und dem Bewohner und die Katze und das, was ich da habe. Die Puppe wird genauso lieb gehabt und erkannt. Und ich kann unmittelbar Reaktionen zurückgeben und gebe das, was der Bewohner eigentlich will, nämlich Zuwendung, und das müsste man einfach auf mehr Schultern, die menschlich sind, verteilen. Und jetzt sind wir nämlich beim Rückkehrschluss, was fehlt, ist nicht der Roboter, sondern es sind die Menschen. Wir brauchen mehr Menschen. Mehr Menschen bekommt man in der Pflege nur, wenn man sie gut bezahlt und wenn man die Empathie verteilt auf viele, viele Schultern. Und dann kriegt der Bewohner das, was er braucht. Und dann brauche ich nicht dieses Kuscheltier, ich habe sogar eins, das kann sogar atmen, das ist schon für 20 Euro irgendwann mal auf dem Flohmarkt gekauft, das funktioniert nicht lange, weil es nicht wirklich kommuniziert. Vielen Dank. Nena. Jetzt kommt uns auch noch das Partyschiff entgegen, aber das ist hoffentlich gleich wieder vorbei. Frau Schenk. Die Stimmung steigt. Ja, hallo an die Kollegin. Habe ich Ihre Aufmerksamkeit? Ja. Wir haben auch diese Handpuppen, ich weiß, wovon Sie sprechen, und die haben ganz genau die gleiche Wirkung, dann gebe ich Ihnen vollkommen recht. Nur nicht jeder spricht auf eine Handpuppe an, manche sprechen einfach eher auf ein Tier an. Man braucht es nicht, gebe ich Ihnen auch recht, aber es ist schön, unterstützend das Tier zu haben. Ja, ansonsten gebe ich Ihnen vollkommen recht, wir brauchen mehr Menschen, wir brauchen eine bessere Bezahlung für Pflege und Betreuung, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Ich würde gern ergänzen. Ja, bitte. Ich gebe Ihnen auch vollständig recht, aber ich glaube, wir müssen uns ehrlich machen. Wir lassen das mal gerade kurz vorbei und genießen die Stimmung. Es dauert nicht mehr lange, bis es vorbei ist. Das ist übrigens das Schiff, das uns den Platz am Brassetufer weggenommen hat. Wir freuen uns aber trotzdem, dass Sie bei uns eingestiegen sind und nicht dort drüben. Ich glaube, es ist auch gleich vorbei. Herr Ritter, wollen Sie es probieren? Ja. Also am besten, wenn Sie direkt ins Mikrofon reinsprechen, dann können Sie noch lauter sein. Bitte? Wenn Sie direkt so reinsprechen. Ja, so, jetzt kann ich mithalten. Ich gebe Ihnen in allen Punkten recht und wir müssen tatsächlich schauen, dass wir Pflege besser bezahlen. Aber wir müssen uns ehrlich machen, denn letzten Endes, das Geld für die Pflege kann ja nur von uns allen in jungen Jahren kommen. Das heißt, wir müssen dann in jungen Jahren von unserem Gehalt mehr ansparen, damit wir im Alter gepflegt werden können. Das kann man durchrechnen und ich befürchte, dass bei der Rechnung herauskommt, dass wir das meistens als unangenehm empfinden werden und dass wir in unseren jungen Jahren auch lieber mit dem Geld andere Dinge machen werden. Und da an der Stelle muss jeder seine Präferenzen setzen. Wir kriegen im Grunde genommen eben das Stück Kuchen nur einmal. Wir können es nur einmal essen. Und wollen wir in jungen Jahren viele Möglichkeiten nutzen oder wollen wir im Alter gut gepflegt werden? Im Idealfall beides. Aber wenn das gehen soll,
müssen uns die Roboter helfen. Vielen Dank, Herr Ritter. Ich würde gerne ein bisschen von dem sicherlich auch sehr wichtigen Thema Pflegenotstand wieder zurück zu den Robotern kommen. Inwieweit, Sie hatten es gerade eben schon mal angedeutet, Frau Hassel, inwieweit beeinflusst denn das Verhalten von mir gegenüber einem Roboter mein Verhalten gegenüber anderen Menschen? Ja, also das ist umstritten eben. Also es gibt die Kritiker, die befürchten, aber es ist, glaube ich, letztlich eine Befürchtung. Und ich sehe nicht, dass wir umfassendes empirisches Material haben, um das letztendlich schon zu beantworten. Aber die Kritiker befürchten eben, dass der Umgang mit Robotern Rückwirkung hat auf den Umgang mit in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und was dann zum Beispiel so genannt wird, ist, also wenn man soziale Gefährten hat oder Chatbots, also es gibt irgendwie in den USA Untersuchungen, dass Jugendliche sich mit Chatbots unterhalten und dann sagen, das sind Roboter, die so tun, als genau, würden sie also dass Menschen man im, genau. Und dass die dann eben sagen, das sei sehr angenehm oder dann solche Zitate wie, ich frage lieber irgendwie einen Chatbot, wenn ich Probleme in der Schule habe, als meinen Vater, weil der Chatbot weiß ja viel mehr, der hat ja wahnsinnige Datenbanken und Erfahrungen, also dass da bestimmte Verschiebungen stattfinden und eben immer wieder diese Frage, inwieweit sind wir da noch in der Lage, uns mit menschlichen Problemen, mit Widerständigkeiten, mit Trauer und so weiter auseinanderzusetzen. Also ich las jetzt zwei, finde ich sehr ja, auffällig, also es werden natürlich immer auch diese Extrembeispiele diskutiert. Eine Familie, die einen Hund hatte, also sie hatten vorher schon ein Kind verloren, dann ist der Hund gestorben und dann haben sie diesen Hund in Korea klonen lassen, weil sie diese Trauer nicht ertragen konnten. Und es gibt ja auch hier nun diese Versuche, dass man Menschen aufgrund ihrer E-Mails, ihrer Internethinterlassenschaften in einen Chatbot überführt, sodass ich mich noch mit denen unterhalten kann. Also da gibt es erste Versuche damit. Und dann wird eben kritisiert, dass wir damit unsere Fähigkeit zu trauern verlieren. Also wir halten diesen Verlust zum Beispiel nicht mehr aus und kompensieren den mittels Technologien. Und das sind solche Befürchtungen. Oder ich habe eben diesen Chatbot, der immer macht, was ich will. Oder der Sexroboter sind ein sehr gutes Beispiel. Also es gibt inzwischen Bordelle mit Sexrobotern. Und was von dort berichtet wird, ist absolut gruselig, weil die Leute, also die Männer, sind fast immer nur Männer, die die Sexroboter nutzen, eben wirklich Grenzen überschreiten und Dinge ausleben, die sie sonst nicht ausleben können, weil es eben eine Technik ist. Und dann besteht die Angst, dass das übertragen wird auf zwischenmenschliche Beziehungen. Ob das so ist, muss man beobachten. Also ich, als Gegenbeispiel wieder der Tamagotchi, niemand hat seinen Hund verhungern lassen und glaubte, der ist dann mit dem Reset-Knopf wiederzubeleben, weil man einen Tamagotchi hatte. Also ich denke, man muss da einfach schauen und das beobachten und empirisch untersuchen. Vielen Dank. Gibt es weitere Anmerkungen, Fragen, die Sie immer schon mal stellen wollten? Jetzt können wir Sie auch wieder gut hören, gerne. Zuerst der Herr und dann als Zweite Sie. Ja, ich wollte noch mal fragen, wie lernen denn Roboter? Das weil wissen, was die bekommen, wenn die jetzt theoretisch mit Crawlern sozusagen über, ich habe ja Schwierigkeiten zu lernen, ich muss das mit Handarbeit tun. Eine KI müsste das nicht mit Handarbeit tun. Dies macht das mit einem Quantencomputer, schwupp, jetzt direkt, wird jetzt Google und in Jülich kooperieren sie jetzt. Und das heißt, die sind sehr schnell. Das heißt, das gesamte Wissen auf der Welt steht zur Verfügung, das bisher in irgendeiner Form digitalisiert ist. Und hinzu kommt jetzt sozusagen, dass, was das Musterlernen anbelangt, dass wir mit dem Internet der Dinge ja eine wahnsinnige Informationsflut bekommen werden. Und dann überlege ich, der Herr da hinten arbeitet in der Sicherheitstechnik. Was passiert? Die wird zurzeit noch gebaut von Menschen. Die sitzen da am Computer und bauen sich irgendwas Kluges aus, womit sie die anderen Computer ausschalten können, die ja auch intelligent sind. Was passiert, wenn wir eine KI haben, die besser ist als jede Software, die von Menschen gemacht wird? Das heißt, wenn die Computer selber und die Maschinen untereinander lernen und auch plötzlich besser sind. Das Einzige, was diesen Maschinen jetzt noch fehlt, ist Intentionalität. Bei uns haben wir in der Natur sozusagen, wir sind darauf optimiert, wir wollen möglichst gesund bleiben, wir wollen möglichst alt bleiben. Welche Intentionen könnte so eine KI haben, wenn die alles gelernt hat, alles weiß, was macht sie damit? Vielen Dank. Ich kretsch da mal rein, damit wir nicht zu viele Fragen uns merken müssen. Herr Ritter, wie lernt KI? Ja. Das Lernen ist ein spannendes Thema und es gibt verschiedene Arten des Lernens. Eine grobe Unterscheidung ist das überwachte und das unüberwachte Lernen.
das überwachte Lernen, da müssen Sie, um zu lernen, immer eine Lösung mitbekommen. Und dann sehen Sie viele Beispiele, Fragen und Problemstellungen und Lösungsbeispiele und davon ganz viele. Und dann lernen Sie allmählich zu einer neuen Problemstellung ähnlicher Art die Lösung zu finden. Einfachstes Beispiel, Sie wollen Pilze in giftig, ungiftig klassifizieren. Sie sehen viele Bilder und immer giftig, ungiftig. Und nach einiger Zeit, wenn Sie sehr viele solche Bilder gesehen haben, besser noch die Pilze, die Sie selbst haben angucken können, können Sie diese Klassifikation auf neue Pilze anwenden. Sie können das aber vielleicht dann nicht mit Baumfrüchten. Das ist ein anderer Bereich, da verallgemeinert das nicht. Dieses überwachte Lernen, das profitiert von großen Datenmengen. Je mehr Pilze man sieht, desto sicherer wird man. Und die Medizin ist im Grunde genommen ganz ähnlich wie bei den Pilzen. Man hat Symptome und dann will man wissen, ist die Krankheit gefährlich, ungefährlich, liegt jene oder eine andere Krankheit vor. Das sind immer Entscheidungsaufgaben. Und da kann man genau dieses Lernen anwenden. Das zweite, das unüberwachte Lernen, da kennen Sie keine Lösung, da müssen Sie durch Probieren lernen. Und wenn Sie eine Lösung gefunden haben, dann gibt es irgendeine Belohnung. Eine Belohnung ist viel weniger Information als eine Lösung. Das heißt, dieses Lernen, da kann man, wenn man selbst keine Lösung kennt, kann man einen Roboter dazu bringen, eine Lösung durch Versuch und Irrtum nach einiger Zeit zu finden. Man muss nur eine Lösung erkennen, man muss sie nicht selbst parat haben. Beide Arten des Lernens werden heutzutage in Robotern eingesetzt. Dieses zweite Lernen, das ist langsamer. Aber hier kommen zum Teil riesige Rechenleistungen ins Spiel. Und allmählich durch viele, viele Rechenschritte können hier ganz beeindruckende Dinge heutzutage schon gelernt werden. Beispielsweise, Sie werden es mitbekommen haben, das Spiel Go wurde auf diese Weise weltmeisterlich gelöst. Ein Roboter, also ein Computer kann heute Menschen im Go schlagen. Das ist vor anderthalb Jahren geleistet worden. Auch Poker geht inzwischen und anspruchsvolle Computerspiele, bei denen man so ganze Welten erschaffen muss, die auch noch sehr viel komplexer sind als Go, auch das ist inzwischen auf dem Weg, sodass man das Gefühl hat, man kann damit sehr weit kommen. Und was da geschieht, ist so eine Art Kneten eines, also wenn wir, Sie haben die Hände erwähnt, wenn wir mit unseren Händen etwas formen, dann können wir etwas nach einem Abbild ähnlich machen. Wir imitieren dann die Form, indem wir das allmählich in diese Form bringen. Und das maschinelle Lernen kann man sich ganz ähnlich vorstellen, dass in einem abstrakten Raum etwas geknetet wird. Da braucht man ganz, ganz viele Rechenschritte und man braucht eben diese Daten, in denen so diese Zielform implizit drinsteckt. Und auf diese Art und Weise können diese Lernalgorithmen dann eben auch Fähigkeiten so kneten, dass sie zum Teil ganz ähnlich zu menschlichen Fähigkeiten werden, aber in engen Ausschnitten bisher. Breite Ausschnitte, das geht derzeit nicht. Vielen Dank, Herr Ritter. Wir hatten hier vorne noch eine Frage und ganz da hinten danach noch. Ja, mein Name ist Axel Vollhardt. Im Ministerium, was da oben ansteht, habe ich gearbeitet, jetzt im Ruhestand. Unten in der Ausstellung ist auch ein Hinweis auf Entwicklung in China einer künstlichen Frau, um den Mangel an Frauen, der dort herrscht, zu kompensieren. Aber mir scheint das doch, wenn man jetzt hier diesen Roboter sieht, diese Robbe sieht, doch weit entfernt von dem, was jetzt möglich ist. Oder kann man sagen, wie man sich so etwas vorstellen kann? Ja, also hier ist in erster Linie das äußere Erscheinungsbild gefragt. Es gibt, also da ist bei dieser Robbe nicht der Ehrgeiz, einen Menschen nachzumachen. Es gibt aber heutzutage in Japan beispielsweise Firmen, zum Beispiel die A-Labs, die können sehr menschenähnlich aussehende Roboter herstellen. Die haben keine eigene Intelligenz, dass sie sich autonom bewegen könnten. Die müssen von menschlichen Operateuren mit Joystick gesteuert werden. Aber da jetzt, was diese Sexroboter angeht, das Aussehen natürlich für uns in der Regel sehr weit oben oft in der Prioritätenskala ist, ist da natürlich, sind Möglichkeiten schon geschaffen, die für diesen Anwendungsfall bei vielen Menschen erstmal funktionieren. Natürlich ist das eine Frage sozusagen dieses Anspruchs, die Hinterlegung mit tieferer Emotion, über die wir vorhin gesprochen haben, die ist da nicht annäherungsweise da, aber das ist eben etwas naturgetreuer, als wenn man sich entsprechende Bilder anschaut. Ja, und die zeigen ja auch Wirkung.
Und in diesem Sinne ist die Robotik fähig, hier uns vor neue Situationen zu stellen. Und zunächst mal hat man vielleicht den Impuls, das total schlecht zu finden. Wenn man aber jetzt beispielsweise den Kontext, den Sie genannt haben, betrachtet, dann wissen die Soziologen auch, dass in Gesellschaften, in denen Männerüberschuss ist, Aggression sehr stark zunimmt. Man muss also sich Dinge überlegen, dass solche Gesellschaften friedliche Gesellschaften bleiben. Da gibt es sicherlich mehr als einen Lösungsweg. Ich will nicht sagen, dass das ein guter Lösungsweg wäre, aber es ist jedenfalls etwas, was man nicht rundheraus verteufeln sollte. Der Punkt, Sie haben das vorhin angesprochen, der problematisch ist, ist wahrscheinlich im Kern diese Verfügbarkeit. Ja, Roboter, Maschinen sind beliebig verfügbar. Das gilt auch in anderen Anwendungsfällen. Ein Roboterlehrer beispielsweise, den kann ich immer was fragen, da brauche ich keine Rücksicht nehmen. Und zur Charakterbildung gehört es einfach auch mit Situationen fertig zu werden, wo diese Verfügbarkeit nicht vorliegt. Und das macht gerade das menschliche Gegenüber aus. Ein menschliches Gegenüber hat eben diese Verfügbarkeit nicht. Es ist eine zweite Persönlichkeit und das müssen wir ständig akzeptieren. Und das zu lernen und damit auch zu reifen, das ist die Aufgabe, vor der wir immer stehen in jedem menschlichen Leben. Und da müssen wir einfach schauen, dass die Technik und die Roboter das nicht unterminiert, weil da sozusagen so Abkürzungen da sind, die uns in einer schädigenden Weise dann in Versuchung führen können. Vielen Dank, Herr Ritter. Wir kommen so langsam, aber sicher zum Ende der Veranstaltung. Ich würde gerne die eine Wortmeldung dort hinten noch nehmen und dann ganz am, der Herr am Tisch. Ja, schönen Dank. Ich bin Laie bei dem Thema und wollte auf die vorletzte Frage nochmal eingehen. Da ging es ja darum, wie schnell lernen Maschinen, wer kontrolliert, was sie lernen und was fangen die Maschinen irgendwann mit dem gelernten Wissen an und in welche Richtung geht das? Viele Filme beschäftigen sich ja damit, wie künstliche Intelligenz, wenn sie viel gelernt hat, was sie mit den Ex Machina war so ein Film, ich weiß nicht, ob Sie den gesehen haben, da ging es auch um den Turing-Test und der Entwickler einer künstlichen Intelligenz lädt sich einen IT-Mitarbeiter seines Unternehmens ein, um den durchzuführen. Das Ende vom Lied ist dann, dass die künstliche Intelligenz sich befreit, den Entwickler umbringt und unter uns wandelt. Das ist jetzt Science Fiction. Wie schätzen Sie tatsächlich die Gefahren von künstlicher Intelligenz ein? Nicht heute, wo wir noch nicht so weit sind, aber das Wissen entwickelt sich ja rapide in dieser Hinsicht. Frau Hessler, die Frage würde ich gerne als erstes an Sie geben. Na, ich gebe jetzt erstmal die klassische Antwort mit der Unterscheidung der schwachen und der starken KI. Und Sie fragen natürlich nach der starken mit dem Hinweis, wir sollen jetzt eine Antwort für die nächsten 100 Jahre geben zum Beispiel. Also ich kann das schlecht beurteilen. Also ich sage einerseits immer, es ist unvorstellbar. Wir haben diese schwache KI, also die auf bestimmte Tätigkeitsanwendungsfelder konzentriert ist und da oft Menschen auch in ihren Fähigkeiten übersteigt. Das funktioniert recht gut und funktioniert in einer Geschwindigkeit immer besser, die ich absolut beeindruckend finde. Wir sind aber meilenweit entfernt von dem, was Sie jetzt beschreiben, diese starke KI, also dass KI sich wirklich wie Menschen verhalten, intentional und so weiter, was ja vorhin auch schon anklang. Auf der anderen Seite denke ich immer, wir hätten auch nie vor 30 Jahren gedacht, dass wir lauter Apps benutzen und Google-Programme zur Übersetzung benutzen. Von daher ist diese Prognose schwer zu ziehen. Ich würde jetzt aber sagen, der erste Schritt ist erstmal, sich diese schwachen KI-Systeme anzuschauen und deren Einsatz intensiv zu diskutieren. Und was ich denke, was dabei immer unterschätzt wird in Diskussionen, das Zusammenspiel all dieser schwachen KIs. Also wir diskutieren dann im Einzelfall über Paro, dann diskutieren wir über so eine Hand, dann diskutieren wir über die Kreditsysteme. Und ich denke, wir müssen mal schauen, wir haben in ganz vielen Bereichen schwache KIs. Und was passiert eigentlich, wenn die alle gleichzeitig irgendwann zusammenwirken und was für eine Form von Gesellschaft kommt da? Und für das Pflegeheim, finde ich eben, ist nicht die Frage nur Paro, sondern welche Technologien werden überhaupt eingesetzt und wie stellt sich dann das Verhältnis von menschlichen Akteuren und maschinellen Akteuren da. Also ich würde den ersten Schritt jetzt vor dem zweiten machen wollen. Vielen Dank. Ich würde die Frage gerne etwas größer aufziehen, um nämlich auf die Ursprungsfrage unserer Diskussion zurückzukommen. Ist der Roboter als Freund und Helfer die große Illusion oder ist es eine große Hoffnung? Und die Frage würde ich gerne zuerst an Frau Schenk geben, die ja diejenige ist, die heute schon mit Robotern arbeitet und tagtäglich damit zu tun hat. Ja, wenn auch im Kleinen. Wir arbeiten natürlich nicht mit großen Robotern, die jetzt bei der Pflege an sich helfen. Ich kann jetzt nur die Frage für
Rosi für Paro, für unsere oder ja für die Einrichtung beantworten, in der ich arbeite. Und da kann ich eben nur sagen, dass sie unterstützend auf jeden Fall hilfreich ist und was in Zukunft noch kommt und inwieweit uns das weiterbringt, wird sich zeigen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich kann mir viel vorstellen, aber für den Moment ist sie einfach eine Unterstützung, kein Ersatz. Das hatte ich vorhin schon mal gesagt, ja. Herr Ritter, große Hoffnung oder Illusion? Das hängt davon ab, wie sehr wir an unsere eigene Handlungsfreiheit glauben und wie sehr wir mit diesem Glauben dann auch Recht haben. Denn wir haben mit den Robotern einfach Gestaltungsfreiheit, so ähnlich, jetzt ein bisschen platt gesagt, wie mit dem Messer, was wir mit dem Messer machen. Wenn wir die Robotik und die künstliche Intelligenz richtig entwickeln, können wir total segensreiche Dinge machen, mit ganz tollen Möglichkeiten. Und wenn wir das gut verstehen, dann können wir auch, wenn wir intentionale Systeme machen, können wir die mit einer ganz tollen Mentalität ausstatten, wenn wir das alles so durchschauen. Und die würden uns dann auch noch helfen, wie man das weiter verbessern kann. Und wir können aber auch umgekehrt Anwendungen, die kriegerisch sind, die feindlich sind, nach vorne bringen. Und es liegt an uns, was wir machen. Und wir kennen uns, wir wissen, wir machen als Menschen immer beides. Und das ringt miteinander. Und wir müssen einfach darauf achten, einfach muss ich streichen, wir müssen darauf achten, dass dieses Ringen, dass da eben das, was wir uns wünschen, am Ende überwiegt und dass die Bedingungen in diese Richtung gehen. Das ist irre schwierig, weil, ich habe es schon versucht, so ein bisschen anklingen zu lassen, dieses Bild von unserer eigenen Freiheit mindestens dann brüchig wird, wenn wir immer in Gesellschaften agieren. Wir sehen ja ständig, wie schwierig es ist, etwas gemeinsam zu machen, Konsens über eine Richtung zu finden. Und damit sind wir in die Welt gesetzt und damit müssen wir fertig werden. Diese große Aufgabe liegt vor uns und die KI wird das, wie viele technische Neuerungen, brisanter machen. Jede technische Neuerung hat unsere Fähigkeiten multipliziert und damit ist das, was wir tun, auch folgenreicher und unsere Verantwortung wächst. Und letzten Endes landen wir bei der Frage, wie viel Verantwortung sind wir Menschen in der Lage zu balancieren? Wir wissen es nicht. Vielen Dank, Herr Ritter. Frau Hessler, Sie haben das letzte Wort. Das knüpft aber unmittelbar am zuletzt Gesagten an. Also die Technikforschung, nicht nur die historische, auch die soziologische Technikforschung, zeigt eigentlich sehr klar, dass viele Technologien mit sehr guten Absichten eingeführt werden und dass sie dann aber je von Zeit und kulturellem Kontext sich ganz unterschiedlich entwickeln. Also es gibt diese Rede von der nicht intendierten Nebenfolge, aber das heißt, wir können es mit den besten Absichten entwickeln und trotzdem ist es nicht klar, dass genau das passiert, was wir uns damit vorstellen. Wenn wir das immer im Hinterkopf behalten und nicht naiv glauben, wenn wir das gut machen, dann wird das auch gut, sehe ich auch sehr, sehr viele Chancen in der KI und sehr viele tolle Möglichkeiten. Aber man muss es eben immer genau beobachten und diskutieren. Und als letzten Satz würde ich vielleicht sagen, dass man nicht vergessen sollte, dass es vielleicht auch nicht technische Lösungen für viele Probleme gibt. Und das ist, glaube ich, etwas, was manchmal ein bisschen untergeht, auch in so einer Euphorie über KI und die Möglichkeiten, die sie bietet. Vielen Dank, Frau Hessler. Ich danke Ihnen allen hier auf dem Podium für Ihre Diskussion, natürlich auch Rosi, der Hand. Ich danke Ihnen allen für Ihr Zuhören, für Ihre Aufmerksamkeit, dafür, dass Sie uns gewogen waren, obwohl die musikalische Untermalung vielleicht etwas suboptimal war. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Herzlichen Dank.